Golden Land ist eine recht interessante, aber auch etwas umständliche Karte. Als Trojaner sind wir auf dieser Insel gestrandet und müssen möglichst bald umsiedeln. Die einzige andere brauchbare Insel ist jedoch vom dunklen Volk besetzt und auch wenn es dank geringer Startvorgaben nur sehr langsam wächst, stellt es mit Abstand die größte Bedrohung dar. Unser eigentliches Ziel ist jedoch die Zerstörung dieser Maya-Siedlung auf einer weiteren Insel. Anders als in dem Tipp zur Karte angedeutet, stellen die Mayas jedoch keinerlei Bedrohung dar. Wenn in dieser Hinsicht etwas geplant war, wurde es nie fertiggestellt. Unsere Startvorgaben sind in vielerlei Hinsicht dürftig, aber wir haben keinerlei Mangel an Stein und besitzen genug Eisenerz, um eine Fähre und ein Handelsschiff bauen zu können. Das ist auch euer erstes Ziel, wobei ich den Bau des Hafens tendenziell da empfehle, wo die Fähre der Mayas geparkt ist. Mit 1-2 Minen könnt ihr außerdem zusätzliches Material für Werkzeuge aus dem Boden holen. Besonders wichtig ist eine Säge, aber eine Angel und eine Sense ersparen euch später auch etwas Arbeit. Achtet nur darauf, dass ihr Werkzeugschmied und Eisenschmelze abreißt, sobald ihr sie nicht mehr benötigt, damit sie keine Manakopter anziehen. Auf der anderen Insel habt ihr zwei Orte, an denen ihr einen Hafen errichten könnt. Dieser Ort an der Küste war der einzige, den ich finden konnte, wo ihr nicht zuerst Bäume roden müsst, was ich in meinem Run gemacht habe, aber etwas umständlich war. Eine Alternative könnte aber dieser See sein, da ihr dann vom Hafentrick Gebrauch machen und euch so den ein oder anderen Transportweg sparen könntet. Der See ist aber sehr nah an dunklem Land und selbst wenn dort keine Schamanen langlaufen, besteht immer ein gewisses Risiko. Wie ihr es auch macht, euer Ziel sollte der Bau einer kleinen Mana-Produktion sein, damit der Priester, mit dem ihr startet, den dunklen Tempel zerstören kann. Der Tempel kann per Schiff relativ sicher vom Norden aus erreicht und mit ein paar Abkürzungszaubern zerstört werden, etwa 100 Mana sollten dafür genügen. Wenn der Priester überlebt, kann euch danach noch den ein oder anderen Engpass ersparen, wenn aber wie in meinem Run bei seiner Mission draufgeht, ist das auch nicht tragisch. Die Zerstörung des Tempels ist zwar nicht erforderlich, aber erst dann seid ihr auf der Insel vollkommen sicher. Vorher müsst ihr auf den Bau von Eisenschmelzen, Waffenschmieden, Werkzeugschmieden und Lagern verzichten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die übrigen Truppen des dunklen Volkes könnt ihr danach aber mit euren ersten Soldaten vernichten, da sie keinen effektiven Widerstand leisten werden und die eingeschätzten Gebiete damit Gärtnern säubern. Was Bodenschätze angeht, werdet ihr, solange ihr kein Gold sucht, im großen Berg im Westen der Insel fündig. Das gleiche gilt auch für den länglichen Berg beim See, welcher etwas kohlelastiger ist, aber auch größerer Gefahr durch das dunkle Volk ausgesetzt ist. Gold findet ihr nur in diesem Berg im Osten der Insel, dafür aber in großen Mengen. Danach müsst ihr aber immer noch die Siedlung der Mayas zerstören und die werden stetig Soldaten produzieren. Da der Platz auf euren Fähren begrenzt und deren Steuerung noch dazu umständlich ist, produziert ihr am besten ausschließlich Level 3 Soldaten und investiert in einige Sets Zielobjekte. Im Süden kann es sich lohnen, ein kleines Gebiet freizukämpfen und damit Hilfe von Dieben und Bogenschützen die Soldatenproduktion der Mayas zu unterdrücken. Allerdings solltet ihr die erste Landung vielleicht nicht mit Bogenschützen durchführen, da die Mayas sehr viel Mana haben werden und ihre Kampfmagie Bogenschützen einfach nur vernichtet. Außerdem empfehle ich einen Angriff mit Schwertkämpfern im Nordosten, da sich dort die Minen- und Schwerindustrie befindet. Wenn ihr die zerstört, werden sich die Mayas schwer damit tun, sich von weiteren Verlusten zu erholen. Letztendlich ist es keine Frage ob, sondern wann ihr gewinnt, und auch Froschwohl ist auf dieser Karte spätestens dann kein Problem mehr, wenn der dunkle Tempel zerstört ist. Ich werde zwar das Gefühl nicht los, dass diese Karte nicht fertig ist, aber interessant ist sie trotzdem. Ich wünschte nur, man wäre auf so einer Karte etwas großzügiger mit Hafenbauplätzen gewesen.